Wenn wir hier fertig sind, können wir dann weiter nach dem Gold suchen? Das Gold, das noch auf dem Schiff ist. Wir haben keine Ahnung, wo das Ding jetzt ist. Das ist nicht fair. Ich darf genauso nach dem Glück streben wie alle anderen. Tja, eine gute Karriere sieht anders aus, Sarge. Unregelmäßige Arbeitszeiten, ständiger Druck. Wir müssen uns alle Extras schnappen, die wir kriegen können. Weiß eigentlich jemand, wo wir hier stecken? Klar, Sarge. Bis zum Hals in der Scheiße. Ja, der war gut. Ich muss zugeben, dass ich noch nie gerne geflogen bin. Mir macht das Fliegen nichts aus. Es sind eher die Abstürze, die ich nicht mag. Marlo stürzt nicht ab. Oder, Marlo? Siehst du, kein Problem. Wieso geben wir nicht einfach auf? Ich meine, die Armee hat uns im Stich gelassen. Wir haben keine Chance. Mach dir keine Sorgen, Sweetwater. Warum musst du dauernd so reden? Für mich, Haggard, für mich ist die Flasche halb voll. Optimisto, Pessimisto. Musst du mal probieren. Die Flasche ist nie halb voll, okay? Wo ich eine Chance sehe, siehst du Probleme. Ich sehe den sicheren Tod, sonst gar nichts. Und nicht zwingend für die Bösen. Ladies. Tja, Sweets. Deine Freundin hat uns hängen lassen, was? Wer? Miss July? Sie hatte keine Wahl, Mann. Die haben sie dazu gezwungen. Aber mir ist, als hätte es zwischen uns gefunkt. Ist euch das auch aufgefallen? Klar, immerhin hat sie sich deinen Namen gemerkt, nach langer, langer Zeit. Ich glaube, gefunkt hat sie mit Sarge. Wenn wir es nicht vergeigt hätten, wäre ich jetzt auf der anderen Seite der Welt und würde mit einem kühlen Bier den Sonnenuntergang genießen. Ja, aber das ist doch langweilig. Stimmt. Sonnenuntergänge sind nur was fürs Kino. Ach, egal. Nein, sind sie nicht. Wisst ihr, das ist ein echt schönes Land. Ja, aber behalte immer das Ziel vor Augen, Haggard. Toll, dass ihr unseren kleinen Ausflug genießt. Ich persönlich fand meinen Besuch am MIT spannender.